Eure Verstärkung. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Was vielleicht ein Fehler war, weil wir hier, wie ich zu spät gemerkt habe, Truppen einsetzen, sonst werden wir uns nicht lange gegen den Feind halten können. Nur zwei Garnisonen einsetzen kann. Greife Ziel an. Antrieb bereit. Information. Diese fliegenden Einheiten sind natürlich bereit. Überprüfe ganz den blöd. Sektor und liege los. Unterwegs in diesem Bereich. Erwarte Befehle. Bin fast da. Wir leiten den Angriff. Sie werden uns nicht erwarten. Bereit. Ihr werdet mal Raketen schießen. Habe nicht verstanden. Bitte wiederholen. Diese Time Warner sind doch ein bisschen hart. Einheit zerstört. Angriffssensoren bereit. Wir kriegen noch Feuer von hinten. Oh. Geschützter Ziel erfasst. Einheit zerstört. Die sind natürlich ganz blöd. Die hauen gut rein. Und jetzt haut der ab. Na danke. Bereit und fähig. Viele habe ich nicht mehr. Melde mich. Aber sobald der Panzer weg ist, kann ich eine Einheit dazu ziehen, die Verstärkungspunkte erobern kann. Ja, das soll dieser Roboter gewesen sein. Und da ist noch so ein Teil. Müssen wir mal vom Himmel holen. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Befehle verstanden. Bombardement verfügbar. Da ist noch ein Bunker. Den mache ich mal so platt. Der ist vom Himmel geholt. Gut. Hier, bewegt euch mal da. Ja, Commander, wir sind bereit. Eröffne jetzt das Feuer auf den Gegner. Das hoffe ich. Nee, da ist der Feind, den du beschießen sollst. Information. Beginne jetzt mit Angriff. Alle Waffen feuern jetzt! Die sind ein Übel, ein großes Übel. Erstens, die trifft man so schlecht. Und zweitens, wenn die fliegen, trifft man die schon gar nicht. Da einfach mal stehen. Bereit! Und wenn sie abhauen, soll mir das recht sein. Habe ich nicht ganz so viel Ärger. Sofort. Die haben leider nur einen Schuss und sind gegen Massen nicht sonderlich effektiv. Dafür habe ich aber meine Raketenwerfer dabei. Die sind sehr effektiv. Beginne Bodenangriff. Man könnte natürlich auch mit dem Panzer die einfach überfahren. Beginne Angriff. Waffen geladen. Du knüpfst dir einfach mal den auf vor, nur damit du was zu tun hast. Sofort. Ihr bleibt da mal dran. Unterwegs. Jetzt könnt ihr mal die ersten Schüsse abgeben. Auf dem Weg! Die sind nämlich recht effektiver als die Panzer. Viel effektiver. Positionsänderung! Jetzt bewegt euch mal schnell und hört auf, diese Los, blöde Formation wir. Zu bilden. Das ist ein bisschen hinderlich. Na dann los! Na los, bewegt euch! Weiter! Gefechtssysteme online. Da könnt ihr mal mit Raketen reinballern. Gegner gesichtet. Wenn die jetzt umdrehen, ist mir das auch recht. An den Schiffen können die eh nicht viel machen. Schussweite.
Die sind gleich außer Schussweite. Da drüben! Ja, jetzt sind sie natürlich außer Schussweite. Überprüfe den Sektor und liege los. Also noch eine einzelne Sturmtruppe. Unterwegs in diesem Bereich. Kriegt ihr doch wohl noch. Angriff! Das reicht. Jetzt holt ihr euch die hier. Beginne Bodenangriff. Luftangriff bräuchten wir jetzt, damit wir diese Flugeinheiten davon holen. Feuer! Fahrzeugabwehrturm. Nicht mit mir. Die haben eine ganz schön große Reichweite, was ich sehr begrüße. Die können aus der Entfernung die Sturmtruppen hier ausschalten. Oder auch einfach nur beginne Angriff. Den Bunker, was die eigentlich nicht brauchen. Sofort. Denn solange die dann nicht drin sind, interessiert er mich nicht. Jetzt sind die drin, jetzt interessiert er mich. Sichere Entfernung können wir den einfach mal zerschießen. Dafür müssen wir nicht mal in Schussweite. Greife dieses Ziel an! Du fährst immer noch planlos durch die Gegend. Feuern, wenn bereit! Ja, wenn bereit. Das muss er erstmal schaffen. Ist nämlich zu schnell. Und zu schnell überall, wo der hin will. Halt mal. Greife an! Feuer. Durch die Gegend fliegen. Jetzt hat er ein paar abgekriegt. Sie fliehen! Ziel wird erfasst! Und wo will der hin? Der kann überhaupt nicht fliehen, weil die überhaupt kein Kommandopunkt haben. Wir haben gesiegt. Guck, kann er nicht. Der kommt gar nicht mehr weit. Endlich. Kontrolle über das System erreicht. Und die Panzer haben wir doch verloren. Das ist eher das geringe Problem. Konstruktion abgeschlossen. Die können wir mit ein paar Credits wieder nachproduzieren. Einheit wird hergestellt. Aufbau beginnt. Diesen hin. Da fehlt er auch noch. Aufbau beginnt. Und hier. Aufbau beginnt. Brauchen wir auch noch Bodenverteidigung. Melde mich. Vielleicht nicht unbedingt Verteidigung, aber auf jeden Fall etwas, damit wir Credits bekommen. Gebäude wird errichtet. Gebäude wird errichtet. Und was sich hier lohnt, sind Konstruktion abgeschlossen. Bodentruppen, also Infanterie. Abgeschlossen. Die können hier nämlich für ein Credit erstellt werden. Das sind die Klonbottiche, die das möglich machen. Konstruktion abgeschlossen. Ein Credit. Halb Pony, da können wir auch nochmal kurz eine Raumstation. Konstruktion abgeschlossen. Und Saloy Kami als nächstes. Da könnten eventuell die Rebellen zuschlagen. Wird gebaut. Was sie höchstwahrscheinlich nicht tun werden. Konstruktion abgeschlossen. Keine Raumstation, eine kleine Flotte. Ich glaube, die kriegen wir relativ schnell eingeebnet. Wir vereinen unterwegs uns da mit der Hauptflotte. Hilfe ist unterwegs. Ihr kommt darüber und hier eine stärkere Aufbau Raumstation. Beginnt. Das ist ein Replusor-Liftstörer. Wer denkt sich eigentlich solche Namen aus? Und ihr fliegt mal darüber. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja, das Gebiet ist feindlich.
Das ist ein kleiner Bug, dass diese Crusader-Kanonenboote nicht aus dem Hyperraum springen, sondern eine einfach schon auf in der Position liegen. Automatisch den Sieg. Benutzt deine clevere Taktik und löscht die Verteidigungsstellung aus. Der Gegner nähert sich. Pause. Wir haben hier zwei Fregatten, vier Bomber und da sind die korellianischen Kanonenboote. Erwarten euren Angriffsbefehl. Geschütze auf voller Kraft. Erwarte Befehle. Da, Feuer. Kanonenbootwaffen sind feuerbereit. Die Bomber. Bereit zum Einsatz. Kümmern sich gleich mal um die hier. Starte Angriff. So, jetzt trennen wir die. Hier sind drei. Schick die Koordinaten rüber. Und ihr greift diese Fregatte an. Davon greifst du diese Laser an. Du greifst was in die Luft zu jagen. Die hinteren Laser an. Ich kümmere mich um die Laser. Und du greifst den Antrieb an. Wir schießen auf den Antrieb. Dann haben wir. Ist das hier? Bereit. Nein. Wo ist das Ziel? Das hier ist das Geschwader. Na? Schießt auf diese Laser! Linker Laser. Zeit zum Abmarsch. Rechter Laser. Wie wäre es mit etwas Action? Und hinterer Laser. Laser. Ja, die Action kriegst du gerade. Was befehlt ihr? Ich befehle. Gegnerisches Ziel entdeckt. Schießt diese Bombe ab. Laser eingerastet und bereit. Befehle habt ihr, jetzt sie umzusetzen. Das brauche ich nicht, hier habe ich schon verstanden. Und die Befehle sind auch eindeutig, schießt mir diese Kanonenboote ab. Verstanden. Greife Ziel an. Ziel wird melde mich zum aktiven Dienst. Euer Signal ist schwach. Na, dann werd mal aktiv und hol mir diese Korvette da von meinen Geschwadern weg. Zielsysteme erfassen den Gegner. Sie haben uns als Ziel erfasst. Befehlsempfang. Ich brauche Hilfe. Wiederholen. Kann sie sonst noch jemand sehen? Das wird verdammt. Schießt mir da die Bomber weg. Das habe ich gar nicht gerne. Wo ist unsere Endkorte? Feuer. So. Das werden sie nicht. Das können die gar nicht. Was soll diese ganze Rumsitzerei? Habe verstanden. Oder doch? Die hier hinten können entkommen. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Ja, aber die hier können nicht entkommen. Hier Skip Ray Sturmschiff. Hole gegenüber dem Feind auf. Ich kümmere mich um die Laser. Das war die. Die Geschwader sind entkommen. Naja, soll mir recht Wumpe sein. Die größten Credits haben wir abgreifen können. Zwei Bomber haben wir verloren. Die kommen von hier nach. Konstruktion abgeschlossen. Und hinterher schieben wir noch eine Raumstation. Haben wir hier noch? Hier können wir eigentlich mal. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Ja. Wird als gebaut. Lückenfüller, weil andere Gebäude bekommen wir hier nicht. Wird gebaut. Wird gebaut. Die dienen als Skip Lückenfüller, das habe ich mir so angewöhnt. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. So. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird so. Errichtet. Und hier fehlt noch eine Raumstationsstufe. Konstruktion abgeschlossen. Hier auch. Konstruktion abgeschlossen. Hier kommt Konstruktion abgeschlossen. Und dann werden wir Bonadan. Konstruktion abgeschlossen. Und säubern. Ob wir das erobern, weiß ich noch nicht. Erstmal kommt jetzt der Raum, sodass wir damit Tybazan und zur Not auch einer großen Flotte den Raum sichern können. Sensoren aktiv. Ungehindert dadurch können. Bestätigt. Wir nähern uns einer gegnerischen Befestigung. Wir müssen sie ausschalten, bevor wir den Planeten befreien können. Wir eröffnen das Feuer auf den Feind. Greife ihre Position. Und die Bomber setze ich auf
die hier an. Diese Fregatte. Bewaffnet und bereit. Schießt auf diese Laser. Nein, das ist keine Fregatte mehr, das ist ein Sternenkreuzer. Waffen geladen. Fregatte so. Meldet sich. Nee. Ich will hier zwei Bomber raushauen. Zwei, nicht drei. Aktiv. So. Da. Feuer. Fregatte in Bereitschaft. Der Rest. Bitte wiederholen. Feuern, wenn bereit. Ihr kümmert euch darum. Crusader-Waffen geladen und feuerbereit. Crusader auf den. Melde mich wie befohlen. Ihr auch. Greife an! Befehle empfangen und verstanden. Eröffne für euch habe ich Feuer. Das Ziel da. Den haben wir hier. Doch so ein Treffer halte ich nicht aus. Ein bisschen Schaden verursacht. Aber auch nur ein bisschen. Besonders viel war es nicht. Ja, Sir. Ziel wird anvisiert. Feuer eröffnet. Habe verstanden. Ihr könnt hier mal. Wir haben unsere Lasersysteme verloren. Schnell mal die Fregatte werden. Los, starten wir. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Jawohl, Commander. Greife an. Weit in Reichweite. Wir empfangen euch. Feuern sind bereit. Alle Bomber. Auf den Hangar. Erfasst das Ziel für uns. Für euch habe ich das. Wo kommt der denn her? Machen wir ein wenig so. Kommt her und helft mir! Bereit! Weit in Reichweite! Kanonenbootwaffen sind feuerbereit! Jetzt kriegt der Hangar auf den Sack. Waffen aktiviert. Dann ist der Stromwerfer dran. Gleich auf down. Und dann haben wir noch einen Raketenwerfer. Und einige Skip-Ray verloren. Ne, 6 Skip-Ray sind noch da. Star-Wall-Backgeschwader haben wir verloren. Erwarten euren Angriffsbefehl. Da, Feuer. Das war der Hangar und da ist noch ein Lasergeschütz. Der Gegner fertig. Wurde besiegt. Sie ziehen sich zurück. Ja, das kommt aber auch früh. 3 Star Viper Geschwader. Einheit wird produziert. Eine Fregatte. Star Viper Geschwader Fahrzeug wird produziert. Einheit ein Skipway Sturmschiff. Dann ist nur noch Star Viper Geschwader meldet sich wie befohlen. Dieser Planet da. Konstruktion abgeschlossen. Interceptor 4 meldet sich wie befohlen. Ich brauche allerdings die Geschwader. Also kann ich die nicht einfach rausnehmen. Gebäude wird was ich gerne errichtet. Würde, da verändere ich ein paar Verluste mit. Aber nein. Die brauche ich für die Raumstation. Halte Kurs und Geschwindigkeit. Und rüber da. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Raumstation Stufe 2 war das? Nein, 1. Bitte Übertragung wiederholen. Die Vernichtung wichtiger Schlüsselelemente des Gegners ist eine optimale Taktik. Versucht, die verteidigenden Einheiten voneinander zu treffen. Pause. Ja, Sir. Setzen Kurs auf diese Koordinaten. Melde mich zum aktiven Dienst. Tartankreuzer hier. Nähere mich dem Ziel. Crusader-Waffen geladen und Feuer. Und einzeln zu vernichten. Angegriffen! Diese Tartankreuzer mit ihren schnellen Vorstößen. Die hauen mir viele Geschwader komplett weg. Aktiviert. Wenn ich da nicht einschreite. Vorrücken! Erwarte Befehle. Waffen geladen. Wie lautete der Befehl? Gegner in Sicht, greifen Jäger an. Bereit zum Einsatz. Davon schicke ich 3 da drauf. Um die Laser.
sind die Koordinaten weitere drei Geschwader auf die andere Seite. Sensoren aktiv. Ihr kümmert euch um den Tatankreuzer. Ja, wir sind hier. Was gibt es? Ihr könnt einfach mal Bastorion aufsetzen. Die können da so ein bisschen an den Schilden rumkratzen. So. Den Schaden machen die nicht, aber es ist immerhin etwas. So, danach, nachdem der da keine Bedrohung mehr ist, der Kreuzer, da schädigen wir den Hangar mit den Bombern. Feuer. Erwarte Ihre Anweisungen. Beginne Angriff. Melde dich, wie befohlen. Da ist es. Die Ionenkanone kratzt höchstens an den Schild. Das war ein Schildgenerator, da ist noch ein Schildwerfer, da ist ein Lasergeschütz, der Kreuzer ist platt. Raketenwerfer und Laserbatterie. Wir haben ihn gesiegt. Zerstört. Sie fliehen! Nun wieder zu spät. Zwei Geschwader haben wir verloren und der Weg ist endlich frei. Einheit wird hergestellt. Wir können also ungehindert mit Tiber Zan und UI Fan hier Richtung Datumir. Aber vorher müssen wir einen Verderber losschicken und den Landstreckenscanner zerstören. Konstruktion abgeschlossen. Der verrät einem nämlich auch, ob feindliche Einheiten im Anflug sind. Anwerbung läuft. So, das machen wir noch. Konstruktion abgeschlossen. Verfügt über meine Fähigkeiten. Und du kannst deine Fähigkeiten hier oben einsetzen. Der Weg ist nur etwas lang, muss natürlich quer durch die Galaxis fliegen. Einmal außenrum. Und den Langstreckenscanner. Der Weg ist frei. Auf geht's, Urai. Einsatzlogbuch aktualisiert. Und diese Mission werden wir in der nächsten Folge starten, wenn es wieder heißt Star Wars Empire at War. Wir bringen das Konsortium weiter. Ich bin Anonym, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage Ciao für dieses Mal.